Hallöchen, meine lieben Dudes und Dudinen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 16 Karrieremodus mit dem SC Freiburg. Wir spielen heute gegen Nürnberg, die auch auf Platz 1 sind, also direkt vor uns stehen, beziehungsweise wir sind ja im Prinzip punktgleich. Und ja, da wollen wir schauen, wie es da so läuft. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst Daumen nach oben, das wäre richtig gut. Und ja, dann sehen wir uns jetzt im Spiel. Ich brauche aber gar nicht das Ganze hier zu überspringen, sondern wir sind ja schon drinnen. Startelf, Schäfer, Breschko, Petrak, wie auch immer sie alle heißen, Sepsi, Behrens, Mössmer, Gisalson. Ich kenne sie alle nicht. Tut mir leid. Ob das alles soundtechnisch in Ordnung ist. Und da der erste Schuss. Nürnberg legt los. Aber wir haben gut gehalten. Ich habe schon so lange echt jetzt nicht mehr richtig gespielt, weil ich, also eine Woche fast schon, Karriere halt nicht mehr so richtig gezockt. Deswegen kenne ich mich bei uns fast gar nicht mehr aus. Ich weiß, Grifo auf die 10 wurde gefordert. Schieß ein Tor. Pedersen. Altes Haus. Da war er leider schon weg. Lazaro. Das ist echt sehr doof. Er hat den Ball eigentlich da. Was? Nix, das war doch gar nichts mehr. Da kann ich ja gar nichts dafür. Ich habe vorher gegrätscht. Ach, keine Ahnung, ey. Das ist doch irgendwie echt strange. Die Situation war doch schon lange komplett vorbei. Und ich bin noch zum Ball da gegangen. Da muss ich echt noch 8 Kilometer weiter gegrätscht sein. Okay. Braschi und spielt den Ball ganz schlecht in die Mitte. Also ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist auf jeden Fall nicht das, was ich machen möchte. Gibt hier also die Ecke. Grifo. Was? Hä? Elfmeter? Ich dachte schon, ich habe hier irgendwie gefoult. Okay. Schütze wählen. Pedersen. Der ist ein bisschen stabiler. Und der sitzt drin. Oben rechts. Der passt. Der passt. Super. Oh Mann. Also. Da war irgendwas Komisches im Strafraum los. Keine Ahnung. Aber wir haben es gemacht. 1-0. Obwohl es überhaupt nicht gut lief. Elfmeterschießen. Das kriegen wir gerade so noch hin. Pedersen hat noch einen guten Bums. Oh Mann. Okay. Okay. Oh, schade. Abschluss, okay. 6 Minuten haben sie nachgespielt. Also EA, ihr habt doch echt nicht mal alle in der Waffel, ey. 6 Minuten Nachspielzeit. 2-5, okay. Freistoß. Okay. Gut. Ballername? Nee, kann ich nicht, weil ich ein behinderter Spieler bin. Ach, kommt schon. Das muss ja nicht so mega unrealistisch sein. Warum können die denn einfach keinen Ball annehmen? Ja. Da bin ich von der Taste gerutscht. Da hat Gaudino gelb gesehen. Ja, ich muss mir jetzt wieder reinspielen, ne? Ich muss bedenken. Das ist nicht Bayern München. Okay, wir wechseln. Wir holen rein. Ach, guck mal, Günther. Immer rein, ja. Philipp. Sehr schön, Philipp.
Oh, wie... Es tut doch weh, ey. Er nimmt den Ball an und läuft straight ins Aus, ohne dass ich den überhaupt irgendwie gelenkt habe. Immer noch 1-0 und ich sehe es schon kommen. Schuster. Okay. Abraschi. Und was war das für ein Gerätschuss? Wie ist er da denn rangekommen? Wer war das? Schuster. Frisch eingewechselt? Und er macht das Ding. Wow, schaut's euch an. Er gibt ihn da ab und läuft und kriegt den Ball auch. Und ich dachte, hä? Okay. Wieso läuft der Ball jetzt so? Aber er kommt da richtig gut ran. Schuster, macht das Ding rein. Sensationell, sehr gut. Also das war auf jeden Fall eine gute Aktion von ihm. Oh, knappe Kiste. Es war definitiv sehr, sehr knapp. Da hinten Transfermarkt.de, sehr gut. Oh, Grifo. Wollte noch einen Moment warten. Habe ich zu lange gezögert mit dem Abschluss. Oh mein Gott. Wer ist das? Wer ist die Nummer 18? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Pedersen. Pedersen unsere Nummer 18. Ich weiß, das muss ich alles irgendwie lernen. Stehen wir da frei. Und jetzt hier in den letzten Minuten, da läuft es dann plötzlich. Das ganze Spiel über hat sich angefühlt wie ein Haufen... Naja. Schön. Sehr schön. Richtig dumm gelöst. Schaut's euch an. Ich will den eigentlich wegspielen. Was macht er? Naja, okay. 3-1. Zum Glück aber auch. Zum Glück haben wir hier ein bisschen vorgespielt. Aha. Aha. Alles klar. Oh! Nein! Oh Mann. Und da steht sie sich gegenseitig im Weg. Verpisst euch einfach vom Feld, Jungs. Also das war nicht so gut. Aber, hauptsächlich Chancen von uns. Also es war doch eine sehr chancenreiche Partie. 11-7. Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und ja, dann gucken wir kurz auf den Plan. Nächstes Spiel ist am Ende der Transferphase gegen Paderborn. Ich will mir aber jetzt noch ein paar Gedanken machen. Wir sind Platz 1, das ist super. Wir machen hier nochmal ein Training. Genau. Kempe hier soll ein bisschen trainieren. Ich soll den Keeper nicht so viel trainieren, wurde mir gesagt. Aber ich denke, es wäre nicht verkehrt, wenn er auch auf 70 oder so ist. Und da steigt er auch auf. Sehr schön. Mhm. Sehr, sehr gut. Soweit ist das schon mal ganz gut. Das haben wir ein bisschen was Besseres im Tor. Das ist in Ordnung. Und ich werde mir ein bisschen was überlegen noch. Aktuell ist aus Deutschland. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.